Hey Leute, willkommen zurück zu Roguebook. Dann machen wir direkt geschwind hier mit dem normalen Kampf weiter. Und schauen dann mal, was wir hier bekommen. Und vor allen Dingen, wie viel Schaden wir hier bekommen. Also richtig so ganz warm werde ich damit noch nicht. Auch mit dieser Heilung. Die Heilung ist zwar schön und gut, aber ich habe momentan... Gut, da gibt es natürlich dann noch die ganzen permanenten Upgrades, die man freischalten kann. Das wird dann wahrscheinlich das alles noch ein bisschen mehr... in die richtige Richtung schieben, aber gerade am Anfang, wenn man Schaden kriegt, dann kommt man halt mit diesen Herzen auch nicht mehr allzu weit. Und generell dann auch immer den kompletten Schaden abzuwehren, finde ich bisher auch eher schwierig. Na gut, dann spielen wir erstmal Ballonfisch und wir werfen... Ich glaube, du kannst mal hier deinen Schlag abwerfen. Dann kannst du einmal Ausfallschritt spielen. Und ich will halt schon... Also ich muss, glaube ich, hier auch bei dem Spiel, in dem Spiel... aggressiver blocken. Mal so zu formulieren. Ich weiß halt auch nicht, wie das, ob es hier irgendwie sowas wie unterschiedliche Schwierigkeitsgrade da noch gibt, weil im Prinzip, wenn ich diese permanenten Upgrades freischalte, dann wird das Spiel ja auch leichter. Oder hatte ich schon mal was vom Schwierigkeitsgrad gesehen? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Gut, also dann ist das alles gerade so ein bisschen, oh ja, nicht so toll. Jetzt ist das zum Beispiel ganz gut. Wenn ich jetzt verteidigen spiele, dann kommt sie nach vorn, hat 12 Block, dann kann ich sie wieder nach hinten schieben. Ziehen wir zwar eine Karte, aber das ist jetzt erstmal nicht so wichtig, würde ich sagen. Ich darf jetzt konzentrieren. Ja, es lohnt halt nicht. Ich muss halt auch denken, ich kriege nicht nur Energie, sondern ich muss dann halt auch eine Karte auflösen. Und auflösen heißt auch wirklich dann, dass ich halt für den Rest des Kampfes die Karte nicht mehr benutzen kann. Also wenn, dann würde ich vielleicht hier von ihm die Schläge auflösen dafür, aber irgendwas mit Block dann eher nicht. So. Du machst weniger Angriffsschaden, das ist jetzt aber gar nicht das Problem. Anschnall brauchen wir halt jetzt nicht, das ist... Ja, ist wieder so ein bisschen Mischmasch, was wir hier gerade haben. Da haben wir noch einen Schlag. Und ja, mit dem Rest kann ich hier wieder nicht so wirklich viel anfangen. Da hätten wir noch einen Schlag. Okay, in dem Fall schon. Aber ja, gucken wir mal. Teilweise habe ich halt... Ich habe halt so Leerlaufrunden. Verdächtig oft gefühlt. Wir können hier auf jeden Fall eine Menge blocken. So, dann bist du vorne, du bleibst auch vorne und dann können wir auch alles blocken. Okay, du machst und die machen teilweise direkt zwei Runden hintereinander so viel Schaden, dass ich eigentlich nur die einzige Option, die ich dann habe, ist wirklich blocken. So, du spielst mal verteidigen, dann ja, gleiches Spielchen wie eben, ne? Dann spiele ich halt jetzt wieder hier, Block, 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 die Wette gilt und so. Und ich schieb dich trotzdem wieder nach vorn. Dann hätten wir jetzt Ausfallschritt noch gehabt, aber ja, ist vielleicht manchmal auch keine gute Idee. Die dann nochmal zu tauschen, weil dann zieht man vielleicht eine Karte, wenn man keine Energie mehr hat, die man dann vielleicht doch spielen möchte. Deswegen, Ja gut, das ist jetzt auch alles wieder ziemlich unschön. Oder die Angriffskarten machen einfach zu wenig Schaden. Das wäre natürlich die andere Option in dem Fall. Gut, jetzt haben wir hier Ausfallschritt. Und du machst jetzt, ja, der vorne ist, macht sowieso weniger Schaden, das ist schon klar. Aber so, jetzt habe ich schon wieder so viel. Oder ich habe generell zu viel Blockkarten mitgenommen. Weil ich zu vorsichtig war. Das heißt dann letztendlich, ich muss mal gucken, dass wir mehr irgendwas mit Block kriegen. So, ein Haufen Gold, edle Tinte. Dann haben wir da unten die Heilung. Die würde ich jetzt aber immer noch nicht benutzen, sondern
Ja gut, ne? Das ist halt so doof, dass ich da überhaupt nicht hinkomme. Ich bräuchte halt irgendwie eine Tinte, die solche Felder entfernt. Vielleicht gibt es die auch. Ich würde fast mal drauf tippen. So. Wir können jetzt mal hierhin marschieren. Und einfach mal schauen, ob wir irgendwie in die Richtung kommen. Das ist halt aber auch gerade so ein bisschen doof. Beziehungsweise wir können dann... Doch, das reicht sogar. Dann können wir auch noch Gold mitnehmen. Dann nehmen wir auch direkt den Kampf mit, würde ich sagen. Und dann können wir vielleicht die letzten Pinsel hier benutzen. Ist aber hier auch schon wieder ein bisschen blöd, die Ecke, weil hier auch schon wieder so viele Felder sind, wo halt nichts ist. Oh, hallo. Ja, nicht die Dosis macht das Gift, sondern die Menge macht den Schaden. Ja, okay, also ich spiele jetzt erstmal anschnallen. Dann spielen wir auf jeden Fall verteidigen. Moment, das sind 6, 12, 17, 22. Dann spielen wir noch verteidigen und dann kannst du das auf jeden Fall blocken und du kannst dann auch noch mal direkt schon mal Schaden machen. Und in so einer Situation wäre natürlich Flächenschaden eine super, super Idee. Okay, ihr zwei macht Schaden. Ich kann euch... Das sind 8, das sind 14. Das könnte ich halt schon mal direkt blocken und das werde ich, glaube ich, auch tun. Dann spielen wir erstmal Schützen, einmal verteidigen. Dann haust du nochmal zu. Gut, dann haben wir jetzt hier die beiden Verbündeten. Auswahlschritt würde ich an der Stelle jetzt nicht nehmen. Und ich kann halt... Boah, das ist ja super. So, wir können dich auf jeden Fall rausnehmen. Können Ballonfisch spielen und... Schmeißen wir die mal weg. Ich spiel jetzt mal den Schwertmeister und die tauschen mal bitte die Position. Ich bin auch noch nicht so hundertprozentig sicher, wie ich das am besten mit dem Schaden handeln soll. Also es ist ja generell auch eine blöde Idee, dass einer den maximalen Schaden kriegt. Den ganzen Schaden. Einfach auch wegen der Heilung dann. Um halt auch komplett mehr die maximale Heilung rausziehen zu können aus den Herzen. So, wir haben jetzt hier... Ich spiele Verteidigen, ich spiele Schützen und ich spiele nochmal Verteidigen. So, das sind 20. Dann tauschen die direkt. Ich muss halt auch noch irgendwie Wege finden, um einfach mehr, um die Stärke zu erhöhen. Also ich... Guckt momentan, glaube ich, auch ein bisschen zu sehr auf Karten, die generell mehr Schaden machen. Aber gerade so Schadensboost durch Stärke wäre natürlich super. Okay, das ist alles nicht so toll. Ach, du hattest einen Schutz. Ja, super. Ja. Dann haben wir Schützen, dann haben wir Verteidigen. Ich mache jetzt das hier einmal und dann haben wir hier noch... Ist gar nicht mal so verkehrt. Beziehungsweise, ich nehme jetzt Konzentrieren, ja? Dann nehme ich halt einmal hier Verteidigen bei ihm raus. Und dann können wir noch hier einmal Anschnallen spielen. Einmal Schützen und einmal Verteidigen. So. Dann bekommt sie jetzt auch ein bisschen Schaden.
Einmal verteidigen ist halt auch... Ja, das ist ganz okay. So, du bist auch raus. Und du hast jetzt schon 16 Stärke. Das heißt, ich würde dich halt schon gerne dann platt machen. Wir müssen auf jeden Fall einmal anschnallen spielen. Dann können wir einen Schlag einmal so nutzen. Dann ist das Schild weg. Dann hätten wir noch hier... Ich glaube, ich muss doch eher Schaden machen. Als jetzt nochmal direkt wegen einem Schadenspunkt dann zu blocken. Ja, genau. 25. Er hat noch 15. Das heißt, wir können jetzt hier... das war auch doof. Verdammt, ich habe wieder nicht an das Schildgesicht gedacht. Ich sehe die immer nicht. Ich sehe die so schlecht. Verdammt. 9 und zweimal verteidigt. Ja, das ist halt... Gut, das hätte, glaube ich, aber auch nicht gereicht. Ah, ist das unschön. Okay, dich haue ich jetzt erstmal damit raus. Und so, dich greife ich so an, damit der Schild weg ist. Und dann können wir dich damit nochmal hauen. Ja, das hat mich jetzt so viel Leben gekostet, weil ich zweimal diese blöden Schilder übersehen habe. Gut, du hast noch 11. Du machst 13 Schaden, aber du hast ein Schild. Das heißt, du greifst erstmal an und dann hau ich damit drauf. Und wir haben jetzt gewonnen, aber es hat halt auch wieder so viel Leben gekostet. So, dann würde ich sagen, nutzen wir einmal hier den Pinsel. Dann könnten wir hier auch noch eine Karte ziehen. Ich will jetzt doch noch mal schauen... Wächterschlag, nee. Platt machen. Wäre natürlich super. Kostet halt auch sehr viel. Geisteswürze. Ein bisschen Cardraw wäre halt auch nicht verkehrt. Ich nehme mal Geisteswürze mit. Und wir haben eine neue Talentstufe. Oder die erste. Schnelle Reflexe wäre natürlich schon echt super. Zu Beginn von Zug 5 erhalten die Helden 3 Stärke. Das ist aber schon sehr speziell. Ich nehme schnelle Reflexe, weil Block... Block ist Leben. Gut, das können wir direkt benutzen. Ja, sieht schon alles ein bisschen... bisschen mau aus. Gut, dann hätten wir hier noch... Würde ich das einfach mal hier so benutzen... Und die restliche Tinte hier verplempern. Ja, hat nichts mehr gebracht. Okay, 225 Gold. Und wir gehen jetzt hier unten nochmal zum Händler. Vielleicht gibt es ja hier irgendwas Brauchbares. So, Kaffeebohne. Diamantschild wäre halt schon ganz nett. Blutrote Maske... Ja, brauche ich, glaube ich, nicht unbedingt so. Splitter, schön und gut. Und was die Karten angeht. 1000 Schnitte wäre halt auch schon nicht verkehrt. Gerade was dann mehr Schaden. Ich glaube, ich würde dann eher... die Karte mitnehmen. Und den Rest. Ja gut, mit der Hortkuppel kann ich jetzt nicht so viel anfangen. Ist halt auch zu teuer. Einschlag wäre noch ganz cool gegen mehrere Gegner. Ansonsten haben wir jetzt 125. Für den ganzen Krempel reicht es nicht mehr. Gut, dann... Dann gehen wir doch mal los. Und stürzen uns in den Elitekampf. Wer bist du denn? Meuchelmörder der Königin. So siehst du auch aus.
Okay, auf jeden Fall nehmen wir erstmal den für mehr Stärke. 1000 Schnitte wäre jetzt schon ganz cool. Und dürfte auch ganz gut reinhauen. Dann können wir nämlich ihn schon mal direkt erledigen. Machen wir dann auch. Und ich werde, glaube ich, die... Ich weiß nicht. Sollte ich ihn zuerst angreifen? Du bist getarnt. Also geht das sowieso... Na, dann müssen wir dich möglichst schnell... Möglichst schnell rausnehmen. So. Bluten ist natürlich auch super. Ich bin begeistert. Geisteswürze. Dann hätten wir hier. Ich glaube, das kommt einmal weg. Und Einschlag wäre natürlich schon ganz nett. Ich glaube, wir machen das so. Dann spielen wir einmal Ausfallschritt. Einmal Einschlag. Und dann einmal Schützen. Also manchmal habe ich echt das Gefühl, dass Elite-Kämpfe zum Teil einfacher sind als normale Kämpfe. Was vielleicht dann auch daran liegt, dass ich dann bei Elite-Kämpfen auch bessere Karten habe. Gut, wird wahrscheinlich daran liegen, ne? So, einmal bitte anschnallen. Und draufhauen. Ballonfisch, der hat noch 33 Leben. Ob ich das jetzt noch brauche, ich bin mir da nicht so sicher. Aber wir können einmal verteidigen spielen und dann 1000 Schnitte. Das macht dann nämlich schon richtig Schaden. Ich glaube, 1000 Schnitte werde ich in Zukunft öfter mitnehmen. Was haben wir hier? Wilder Fangzahn. Dieser Held verliert 5 Leben, er hält 2 Stärke. Okay, ein Haufen Gold, ein Stapel von Seiten, Pinsel und... Uff. Das würde ich ja halt gerne ihr geben, ne? Aber so mit 4 Leben... Wir gucken erstmal, was es hier noch so gibt. Also dann brauche ich jetzt irgendwie eine vernünftige Position, eine vernünftige Stelle, wo ich noch möglichst viel aufdecken kann. Die Frage ist halt nur... Wo? Ich würde halt vielleicht dann die Ecke hier nehmen. Und da ist gar nichts. Na danke. So, dann... Ich würde halt... Ja, ich würde das schon da vielleicht mal reinsetzen. Ich hätte das eigentlich ihr gegeben, aber ja, mit 4 Leben ist das halt, ne? Schon wieder sehr, sehr unschön. Ja gut, dann gehen wir zum Boss. Vorderer Träger. Nachdem der vordere Träger 25 Schaden erlitten hat, wird die Tiki-Sänfte schwach bis zum Ende des Kampfes. Okay. So, 10 Schaden. Und es wird ja jetzt auch schon reichen, wenn ich einfach nur einmal Schützen spiele für den Moment. Dann können wir... mal draufhauen. So, das wären 21 Damage. Einschlag wäre natürlich jetzt schon sehr nett. Ich nehme jetzt erstmal einen Ballonfisch. So. Dann werfen wir hier mal den Schlag ab. Und okay, wie machen wir das jetzt? Spiel mal Geisteswürze, dann... Ah, ich... Ja, damit kann ich jetzt auch nicht so viel anfangen.
machen wir das erstmal so. Dann spielen wir... verteidigen ist halt gerade auch nicht so eine Option. Wobei, wir können die da nochmal wechseln lassen. Dann machen wir das so. Und dann spiele ich... einmal Einschlag. Okay, nur 20 Schaden. Das geht ja. Anschnallen bitte. 1000 Schnitte kostet jetzt nichts. Das ist schon mal sehr nett. Nehmen wir mal Geisteswürze. Dann können wir den Schlag nehmen, den Schlag nehmen. Und 1000 Schnitte. Einmal bitte wechseln. Schaden. So, wir spielen Verteidigen. Wir spielen dann 11 Schaden. Ja, auf jeden Fall hier den normalen Schlag von ihr. Und einmal Schützen. Dann hast du zumindest nochmal 16 Block. So, dann spielen wir auf jeden Fall jetzt mal den Schwertmeister. Einmal Schützen. Und einmal... ein Schlag ist halt jetzt auch eine ziemlich blöde Idee. Ja, nee. Aber... ich muss halt auch Schaden machen. Denn wenn ich hier ständig über 20 Schaden... wenn hier ständig über 20 Damage im Anflug sind, dann kriege ich halt irgendwann ein ziemlich großes Problem. Na toll, Ausfallschritt kostet jetzt nichts. Ja gut, dann machen wir das so. Spielen wir noch einen Schlag. Dann tauschen die jetzt erstmal wieder. Dann stirbt halt er zuerst. Ich hatte auch gedacht, ich könnte irgendwie konzentrieren, ein bisschen besser benutzen. Hallo, Game Over. Ich hatte ja noch die schwache Hoffnung, dass ich ihn wiederbeleben kann, aber... gut, aber auch mit diesem System mit der Wiederbelebung, das kompensiert natürlich dann auch so ein bisschen, was ich eben noch gesagt hatte, dass man halt teilweise echt so viel Schaden reinbekommt. Da muss man halt echt gucken, dass man vielleicht dann so lange überlebt, dass man den anderen wiederbeleben kann. Das war jetzt alles wieder nicht so, es war diesmal nicht so erfolgreich. Aber nun gut, Karten von Anfang an, die ersten Karten, die ich bekommen habe, die fand ich auch nicht alle so toll. Ich habe sie mal mitgenommen, um sie auszuprobieren, aber generell, ja, gut. Dann machen wir da nächstes Mal weiter. Learning by Doing, Try and Error. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.